how security is getting tighter and tighter, especially around the lab entrance? That's because Caruso's creating a monster. What, really? No, you schmuck. I don't know. Nee, ich habe überlegt, ob wir vielleicht innerhalb des Gebäudes einen Doktorkittel finden, nämlich bei ihrem Office. Da können wir jetzt mal hingehen. Wir laufen einfach als Security-Wachmann vom Labor hier oben rum, das stört keinen. Oder? Was meinen Sie dazu, Chef? Ist okay? Sieht gut aus. Übrigens, wenn du reinkommst, dann wirst du vom Butler empfangen. Von ihm hier. Was, haben wir hier einen Treppenlift? Echt jetzt? Ach, wie geil. Wenn ich sowas daheim hätte, würde ich, glaube ich, die ganze Zeit mit dem Ding fahren. Das fährt dich auch ganz nach oben. Cool gemacht. Auf jeden Fall ihr Labor. Dürfen wir hoch? Shit. Darf ich nicht mal hoch? Das ist schlecht. Okay, das bringt's alles nicht. Ich glaube, wir gehen wieder runter. Haben wir irgendeine Möglichkeit, den hier sauber auszuschalten, ohne dass das jemand sieht? Na, wird schwer. Egal. Versuchen wir mal vielleicht über die Fenster. Über den Balkon. Hier frage ich mich auch übrigens hier an dem Stuhl. Wahrscheinlich sitzt sie da mal irgendwann und da kannst du sie richtig schön vom Balkon snipen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das geht. Was ist das? Klingeln? Haben wir die Möglichkeit, irgendwie anders nach oben zu kommen? Ja, doch, da müsste es gehen. Moment, warte mal, hier ist doch ein Balkon. Hier, genau. Hier, genau, hier. So. Ich gehe mal hier hoch. Gell, Leute? Unbefugtes Betreten. Oh, oh. Verdammt, warum darf ich da nicht hoch? Ich bin die ultimative Security Guard. Ich bin doch hier der Badass. Könnt mich alle mal. Egal, ich gehe wieder zurück ins Labor, hör mal. Wir besorgen uns da unten jetzt einfach so ein Laborkittel. Oder, ah, ich habe eine Idee, warte mal, nee. Es gibt noch einen Weg, Der führt über den anderen Laboreingang, nämlich hier. Da müssen wir aber zwei Leute beseitigen, soweit ich mich erinnern kann. So. Schauen wir mal, ob wir auch die richtigen Utensilien ausgerüstet haben. Weil ich glaube, das erfordert hier einen schnellen Schuss. Zwei Wachen, scheiße. Warte mal, vielleicht kommen wir durch. Und Ablenkungsmanöver. Why does this thing keep breaking? This is like the fifth time this week, man. Anfänger. Einmal daneben geschossen. So, tut mir leid, Junge. Aber wir haben hier einen wichtigen Auftrag. Es geht hier um das gesamte Hitman-Business. Haben wir keine Zeit für Unschuldige. Okay, ein Dock mit Pumpgun. Das müssen wir natürlich auch gleich noch ändern. Komm her mit deinem Stinkfuß. Schleif dich hier durch den Dreck, hör mal. Nein, in die Kiste. So, Knarre her. Wir sind der irre Doktor. Gib mir mal einen Doktor von irgendeinem, Doktor in irgendeinem Evil Doc. Doktor Robotnik von Sonic sind wir. Kennt man irgendeinen Evil Doktor? Jetzt muss ich die Frage halt, kommen wir da durch? Servus. Schönen guten Tag, Leute. Darf ich hier durch? What's up, Doc? Scheiße. Brauchen wir die Waffen eigentlich da drin? Ja, wir brauchen die. Okay, dann müssen wir den Alternativweg wieder wählen. Verdammt. Der Alternativweg war über die Kapelle. Du, das ist sowieso das Beste an Hitman. Kein juckt ist. Darf ich hier einfach rein? Schönen guten Tag, ich bin Mediziner, Dr. Stefan Frank. Fuck. Okay, es ist nur unbefugtes Betreten. Wieso? Ich bin doch rausgegangen. Ihr Hunde.
Sag mal, wie geht ihr mit Medizinern um? Herzinfarkt. Gämmler, die Elenden. Och nee, jetzt haben wir den Anschub nicht. Ah, Fehler Nummer 2. Ja, die Missionen sind nicht einfach. Oh, jetzt müssen wir nochmal runter. Okay, dann gehen wir nochmal ganz geschwind. Ist ja gleich hier um die Ecke. Vielleicht töten wir jetzt auch nicht die zwei Unschuldigen da. Wir können die auch bestimmt irgendwie ausschalten. Guck mal hier, ich habe eine Idee. Ich habe da eine richtig gute Idee. Rattengift. Hier ist doch die Werkstatt, oder nicht? Gib mal das Rattengift her. Das kann auch nützlich werden. Gut, dass die immer überall Rattengift haben. Wieder eine in der Küche, ja? Ist auch normal, dass man so ein bisschen Rattengift in der Küche, weißt du? Ah genau, hier ist da die Werkstatt. Hier können wir uns da bestimmt irgendwas anziehen. Was habt ihr? Ich hab Schraubenzieher oder irgendwas, das man schmeißen kann? Hier, hör mal. Da ist ein Schraubenschlüssel. Wir haben jetzt schon allen möglichen Schrott dabei. Ist okay. So. Weinkeller, hä? Wo ist denn hier? Hör mal, wo ist denn hier der Weg dahin? Ach da. So, hier müssen wir jetzt schnell vorbei huschen. So. Jetzt können wir den Generator... Der Doc. Sicherung raus. Na komm, geh schon. Jetzt. Zuschlag! Sondereinsatzkommando! Okay. So, wir haben die Kiste. Weg mit dir. Na also. Haben wir doch den Guten gespielt. Ja, jetzt leben die beiden noch. Das war doch... Allein dafür hat es sich doch schon gelohnt. Du wachst heute auf neben einem nackten Mann. Und du wirst dich wundern, was ihr beide in der Kiste gemacht habt. Können wir da auch noch reingehen? Ja, und du wirst es nie wissen und du wirst nur den Alkohol auf dem Tisch in Erinnerung haben, den nackten Gärtner, den nackten Doktor neben dir und diese etwas anzüglich aussehende Symbol. Ja? Und das kannst du deinen Kindern dann erzählen. Jetzt kommen wir aber trotzdem nicht rein. Scheiße. Droppen wir hier? Komm, scheiß drauf, wir gehen da jetzt rein. Ich ist mir zu langwierig. Ich drop hier meine geilen Hitman-Waffen. Wir sind eh schon 1000 Mal aufgefallen. Das Messer können wir ja behalten. Soweit ich weiß, geht das Messer mit. Das rüsten wir auch aus im Notfall. Na? Gehen wir durch. Oder scheiß drauf, das Messer, das schmeiß ich auch weg hier. Geh laufen, Drecksmesser. Wir haben die Klavierseite. Got orders to check anyone who comes through here, sir. I'm sure you understand. I fully understand. Check me. Just a minute, no need to worry. We're the good guys, right? Gründlich gecheckt. Thanks a lot. Kein Problem. Ich bin ganz wichtig und habe hier die blaue Keykarte. Jetzt haben wir natürlich keine Waffe. Aber wir haben mal einen besseren Standpunkt. Wir sind hier nämlich mal als Doc. So. Jetzt müssen wir halt extrem aufpassen vor den anderen Wissenschaftlern. Schrägstrich Klugscheißern. Strebern. Elend, Dreck, Streber, habt alle Einsen geschrieben. Vor allem du siehst auch schon aus wie so eine Streberin, hör mal. Guck mal, wie sie raucht schon. Du rauchst schon Scheiße. Guck mich nicht an, ich bin vergeben. Und wenn, dann würde ich... Wow, wow. Ich bin nur ein Wissenschaftler. So, da drin ist der Virus. Ich will warten, bis die zwei da oben abzwischen. Ich soll mal einen Blick da reinwerfen. Genau jetzt, oder?
air purification system clears the toxin, so you can enter without a hazmat suit. Just don't do it unless you're in a hurry. Thank you. Duly noted. Okay. So, und hier habe ich noch absolut keinen Plan, wie man das unauffällig lösen soll. Zu viele Zeugen gibt es hier. Nämlich, guck mal hier, du kannst jetzt hier drin einfach so rumdrücken. Achtung. Also mich würde mal arg interessieren, was das jetzt macht. Zieht es den Sauerstoff raus oder was macht es? Lüftungssystem. Ausschalten. Also wie es aussieht, läuft jetzt die Zirkulation, ja? Oder? Ach, was weiß ich. Was haben wir hier? Neue Gelegenheit. Gucken wir uns die noch an. In case of an accident, the central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin, but the controls are only operated by senior lab personnel. Ah, okay. Also wir können da rein ohne diesen Schutzanzug. Es müsste aber das Luftreinigungssystem. Aktuell sind das also irgendwelche Chemikalien, die den Virus dann töten im Falle, dass er sich freisetzt. Ah, der läuft auch da rein. Scheißegal, ich weiß, wo wir den Schutzanzug finden, das wäre okay. Ah, hier können wir untertauchen. Perfekt getarnt. Wir sind... Oh, der Typ ist eh scheiße, der kennt uns. Wir sind beschäftigt, ich bin hier... Geh mal weg, du machst mich nervös. Okay. Weiter im Text. So, hier müssen wir jetzt rein. So, die Alte, die wird ein Problem werden. Die hat nämlich das Ding über dem Kopf. Da müssen wir uns geschickt dran vorbeischmuggeln. Tauchen hier unter. Und müssen genau durch die Tür, genau vor uns. Ja. Aber die Tussi erkennt uns halt sofort. Ach, na toll. Hochkompliziert. Die geht mir auf die Nerven. Wir kommen hier nicht weg, solange die da ist. Wir besorgen sie einen Schutzanzug. Aha. So, da haben wir genug Analyse betrieben. Hervorragend habe ich das gemacht. Ich bin halt einfach ein Pro. Mach wieder zu, mach zu. So, hier kriegen wir jetzt so einen Schutzanzug, aber... Geh mal her, wir ziehen uns den einfach mal an hier. So, an den Aufkleber. Aber jetzt hier einfach rein. Ach, cool gemacht ist das schon, auf jeden Fall. Ach, cool. Yeah! Ich will erstmal eine Dusche. Schön säubern. We're all set, 47. Time to kill the competition. There, in the sealed container. The virus prototype. Genau, das ist der Punkt. Also hier drin, da ist der Prototyp des Viruses. Den gilt es zu eliminieren. Wie machen wir das aber? Computer sabotieren, Forschungsstation. Machen wir das mal. Dude, you scare her. What did you just do here? Yeah, I'm talking to you. Fuck. Eins in die Fresse. So klären wir das hier. So regeln wir das hier. Temperatur erhöhen. Die haben ja Schutzanzug an. Ist eigentlich ganz cool, weil jetzt kann keiner hier reinkommen. Wir sollten aber schleunigst abziehen. Warum steht da Jagd? Wer hat das gesehen? Hat es etwa einer von euch gesehen, ihr Pfeifen? Übrigens geht was. Oh, scheiße. Alter, die machen das wirklich aus. Nein, hör doch auf, das Genick zu brechen. Bricht er dem noch schnell das Genick? Oh, oh, oh. Und jetzt hier...
Empfehlen Nummer 2.